Ja, und mit uns brauchen Sie nicht einmal vors Haus gehen. Sie sehen es schon, wir zeigen Ihnen die schönsten Bilder aus Österreich von unseren Wettercamps. Und die Sonne, die blitzt heute überall durch, auch wenn es teilweise im Westen und im Süden durchaus viele Wolken dann über den Tag verteilt auch geben wird. Und auch in Schladming, Sie sehen es schon, saftig grüne Wiesen. Der Sommer, er steht bevor und das lädt auf jeden Fall ein, auch hier die Zeit zu verbringen. Hier sind wir erst in Schladming, verzeihen Sie bitte. Es ist einfach überall zu schön in Österreich, wenn man einen Blick über die Berge wirft und auch in Vorarlberg. Hier in Rizlern, da lässt man es sich heute in den frühen Morgenstunden schon gut gehen. Und die Wetteraussichten, ich habe es vorher schon angesprochen, Wien im Verhältnis zu anderen europäischen Hauptstädten sehr, sehr warm, 34 Grad haben wir hier in Madrid nur 23 Grad, in Lissabon 21, Paris mit 19, London gar nur 16 Grad, 25 gibt es in Berlin und in Bukarest 28. Auf der Österreich-Karte sehen Sie es schon, die Wolken, sie ziehen durch im Westen, verstärkt bis in den Osten kommt da auch die ein oder andere Wolke. Insgesamt doch noch recht warm, 34 Grad in Wien, 24 Grad, ganze 10 Grad weniger in Bregenz, aber ansonsten bleibt es weiterhin heiß. Und auch die nächsten 24 Stunden im Westen, die höchsten Temperaturen liegen hier bei 32 Grad. Man muss immer wieder auch mit Regenschauern rechnen. Im Osten die nächsten 24 Stunden. Auch hier die Tageshöchstwerte bei 32 Grad. Und heute bekommt auch der Osten teilweise Abkühlung durch Niederschlag. Die nächsten 7 Tage im Westen einen kleinen Kälteeinbruch wird es geben. Wirklich kalt wird es dadurch aber nicht. Am Freitag mit 20 Grad, dann am Anfang nächster Woche geht es wieder deutlich nach oben. Auch im Osten, hier gibt es 26, 24 Grad, noch die kühlsten Tage, die hier zu berichten sind. Ansonsten geht es dann schon ab Anfang nächster Woche wieder richtig heiß weiter. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause und sind dann gleich wieder für Sie da.